Es ist unfassbar. Angelinas Verfolger hat sich als Reginald Boris vorgestellt und behauptet auch, Angelina sei von Fuller erpresst worden. Als Beweis legte er Fotos von ihr vor. Meine Fotos. Warum will er ihr den Mord anhängen? Wegen ihm sitzt Angelina weiter im Knast. Welches Spiel spielt dieser Reginald Boris? Wer ist er? Was will er von Angelina? Nee, aber der Funkspruch hatte doch gesagt, dass das Paket gesichert ist. Also, das bedeutet doch für mich, also das Paket wird ja da wahrscheinlich Angelina sein und ist gesichert. Das heißt, sie ist in Sicherheit, oder nicht? Im Gefängnis. Da ist sie vielleicht besser aufgehoben, weil irgendjemand hinter ihr her ist oder so? Ja, okay. Kupferdraht, Kompass, Kopfhörer. Ich würde mal sagen, lasst erstmal in Richtung Mutters Haus gehen da. Mal gucken mit den Kopfhörern. Ja, und dann mal schauen, würde ich sagen. Ich kann mal hier irgendwas machen. Telefon. Wenn ich Kleingeld bräuchte, würde ich mir das Ding vielleicht genauer ansehen. So aber nicht. Na gut. Ja, da sind sie. Kopfhörer. Ich leihe sie mir nur aus. Ja, natürlich. Was denn sonst? Achso, dass wir nur Wasser andrehen, ne? Ah, warte mal auf dem... Also schön. Ja, da ich war ich brauche noch... den Kompass. Ja, richtig. Da kann ich keine Rücksicht auf das Fernrohr nehmen. Stimmt. Da war ein Kompass auf dem Fernrohr. Damit man besser die Wale beobachten konnte. Richtig, sowas hatte er ja gesagt. Ja, das heißt, dann fehlt ja nur noch... Dann fehlt ja nur noch der Kupferdraht. Wo haben wir den denn? Dann können wir... So vielleicht? Nee. Okay. Ja, in der Spüle werden wir das nicht finden. Wir bräuchten wir brauchen ein Kabel oder sowas. Schreibtischlampe. Vielleicht können wir hier irgendwie das Kabel davon nehmen. Vielleicht ist die Birne durchgebrannt. Nee. Ja, aber eigentlich könnte man auch hier das Kabel von der Lampe nehmen. Oder von dem Telefon das Kabel. Oder von dem Fernseher. Gut, hier kriegen wir nichts. Kriegen wir da was? Das ist das Krankenhaus. Vielleicht sollte man da nochmal Hallo sagen gehen. Ich will sie gerade nicht von ihrer Arbeit abhalten. Oh, na gut. Vielleicht sind Krankenakten in dem Schrank oder Quittungen, Formulare, Überweisungen. Geheilt wird hier ja nur noch nebenher. Er ist nicht mehr da. Da gehe ich garantiert nicht mehr rein. Rambo steht da drin bestimmt schon mit dem Messer hinter der Tür. Wer weiß. So, hier hat sich auch nichts getan. Lieber nicht. Ich hab, was ich wollte und Mom braucht ihre Ruhe. Ja, aber das Kabel. Das Kupfer. Wir brauchen noch Kupfer. Oh. Na gut, hier können wir nichts machen. Vielleicht auf der Polizeiwache.
Inspektor Conley. Nee. Okay, hier können wir nur reden, aber vielleicht sollte man das auch mal machen. Was hat die Befragung von Mrs. Biber ergeben? Das ist sehr privat. Ich kann Ihnen dazu nichts sagen. Irgendwelche neuen Erkenntnisse, die Angelina entlasten? Leider nein. Mr. und Mrs. Biber waren zu Hause und haben nichts gesehen oder gehört. Hat Mrs. Biber zugegeben, dass sie erpresst wurde? Das geht zu weit, Darren. Die Ergebnisse des Verhörs sind nicht für die Öffentlichkeit bestimmt. Fuller hatte Dreck am Stecken. Wussten Sie das? Würde mich nicht wundern. Wissen Sie genaueres? Ich glaube, er hat Leute erpresst. So? Das ist eine schwere Anschuldigung. Ich habe keine Beweise, aber die besorge ich mir. Tun Sie nichts Unüberlegtes. Sie sollten mir bei meinen Untersuchungen lieber nicht in die Quere kommen. Werde ich nicht. Ich suche an den richtigen Stellen. Sie glauben wirklich, dass Angelina Fuller ermordet hat? Das hat mit Glauben nicht mehr viel zu tun. Wir haben sie blutverschmiert mit der Tatwaffe in der Hand, über dem Toten stehend überrascht. Warum waren Sie überhaupt dort? Du meinst mitten in der Nacht? Nun, wir haben einen Tipp bekommen. Aha. Einen... Und das... Das finden Sie nicht verdächtig? Schon. Das ist der Grund, warum ich Ihren geheimnisvollen Unbekannten finden will. Meinen Sie, er ist der Tippgeber? Möglich. Es war ein anonymer Anrufer, der von einem Einbruch bei Fuller gesprochen hat. Sollte der Unbekannte wirklich Miss Morgan beobachtet haben, hat er vielleicht gesehen, wie sie in den Fotoladen eingestiegen ist und hat uns verständigt. Oder er hat ihr eine Falle gestellt. Tja, wir können nur spekulieren, bis wir den Zeugen ausfindig gemacht haben. Wissen Sie, dass meine Mutter gestern auch fast gestorben wäre? Nein, das wusste ich nicht. Was ist passiert? Sie ist gestürzt und hat sich den Kopf aufgeschlagen. Oh, das tut mir aber leid. Wünschen Sie ihr von mir gute Besserung. Finden Sie es nicht seltsam, dass dieser Engländer hier auftaucht und am nächsten Tag haben wir eine Leiche und eine Schwerverletzte? Wollen Sie damit andeuten, Ihr Unfall war kein Unfall? Ich weiß es nicht. Ich glaube, wir sollten kein Phantomverbrechen nachjagen, Darren. Wir haben ein sehr reales Verbrechen aufzuklären. Glauben Sie immer noch, dass der Typ sauber ist? Nein, glaube ich nicht. Sie hatten den richtigen Riecher, Darren. Er steckt da irgendwie mit drin. Und trotzdem lassen Sie ihn laufen? Ich habe keine andere Wahl. Er hat meine Fragen beantwortet. Ich konnte ihm keine Verwicklung nachweisen. Aber bald wissen wir mehr. Dann haben wir den Keller durchsucht und mit Mrs. Biber gesprochen. Was haben die Untersuchungen in Fullers Keller ergeben? Ich darf Ihnen gegenüber keine genauen Angaben machen. Aber unter uns, eine Menge Leute hatten jeden Grund, Fuller aufzuschlitzen. Es ist abartig, was er in seinem Keller getrieben hat. Aber das reicht Ihnen nicht, um Angelina freizulassen. Die Sache stinkt, aber ich weiß nicht, welche Rolle Miss Morgan in der Sache spielt. Solange das nicht geklärt ist, müssen wir sie festhalten. Trotz allem war sie es, die mit dem Messer in der Hand erwischt wurde. Ja. Aber... Ich verspreche Ihnen, dass wir dieses Mal nicht so sehr auf Sie fokussiert sein werden. Wir werden in alle Richtungen ermitteln. Mhm. Sie haben uns geholfen und ich werde nicht fragen, woher Sie die Informationen hatten, die uns auf den richtigen Weg gebracht haben. Aber jetzt muss Schluss damit sein. Wenn Angelina nicht die Mörderin ist, dann ist der Mörder oder die Mörderin noch dort draußen. Und das könnte gefährlich für sie werden. Ja, ich meine, ich kann absolut nachempfinden oder nachverstehen, warum er so handelt, wie er handelt. Ich finde, das ist durchaus plausibel. Er ist halt komplett emotional. Und im Grunde ist er der Dumme, also Darren, weil er setzt sich so für Angelina ein. Warum eigentlich? Ich meine, wie lange kennen die sich denn schon? Also, ich meine, Angelina könnte ja auch, letztes Mal nur so übertrieben, könnte ja auch aus England geflohen sein, weil sie eine Schwerverbrecherin ist. Oder sonst irgendwas könnte ja sein. Man weiß es ja nicht. Er kennt sie doch gar nicht richtig.
Aber er tut so, als würde er sie schon ewig kennen und... Ja, ich weiß nicht, wie er so sicher sein kann, dass sie wirklich unschuldig ist. Wenn die sich länger kennen würden, dann wäre das verständlich. Aber so? Ich weiß nicht. Mrs. Biber wurde schon verhört? Ja, der Chef hat sie und ihren Mann einzeln verhört. Und? Fragen Sie den Chef. Okay. Wie geht es, Angelina? Nicht gut. Sie ist ziemlich ausgerastet, als wir sie zurück in die Zelle gebracht haben. Können Sie es ihr verdenken? Ich weiß im Moment nicht, was ich denken soll. Ich blicke da nicht durch. Ich hoffe, Sie tun etwas dagegen. Wir sind dabei. Alle hier arbeiten nur an diesem einen Fall. Allzu viele andere Morde sollte es hier gestern ja auch nicht gegeben haben. Fullers Keller wurde schon untersucht? Ja, es muss... Es war wohl belastend. Sie waren nicht mit? Der Inspektor meinte, ich solle hier die Stellung halten. Er wollte Sie nicht dabei haben. Sieht so aus. Sie machen nicht den Eindruck, als seien Sie zart beseitet. Bin ich auch nicht. Aber von Zeit zu Zeit kommt die alte Macho-Denke durch, fürchte ich. Ich war da unten. Sie hätten es nicht sehen wollen. Das hätte ich aber gerne selbst entschieden. Ja, das ist immer blöd, wenn man bevormundet wird. Nun gut, aber so wirklich weitergeholfen in diesem Kupferdrahtfall hat uns das leider nicht. Aber es war ja trotzdem interessant, finde ich. Okay, da waren wir. Dann schauen wir doch mal beim Diner. Kaugummiautomat wird wirklich wohl. Nicht. Ja, da wird ja auch kein Kupfer, aber Lichterkette. Die ganze Lichterkette werde ich wohl nicht mitnehmen können. Aber vielleicht kann ich ein Teil rausschneiden. Ja klar, hier. Auch rauen. Ja, bitteschön. Da haben wir unseren Draht, sehr schön. Na, immer die arme Lichterkette, was die schon leiden musste jetzt im Spiel. Furchtbar. Ist schon ganz also kaputt. Schön. Es geht nicht anders. Ich brauche das Kupferkabel. Ja, leider. Okay, dann haben wir alles. Ein etwa 1 Meter langes, ummanteltes Kabel. Ja. Yeah. Würde ich mal sagen, gehen wir doch direkt zu Eddie zurück. Ich mag den Eddie. So. Und, hast du alles? Ja. Nein, noch nicht. Hä? Na los, Metallrohr, blanker Kupferdraht, Kopfhörer und Kompass. Nicht mehr viel Zeit bis 1800. Ich habe hier ein Kabel. Geht das auch? Statt Kupferdraht. Nein, da musst du die Ummantelung abmachen. Ja, ist doch kein Problem. Ein etwa 1 Meter langes Ummantel. Ich schneide die Plastikummantelung ein und ziehe sie vorsichtig ab. Ja. Und schon habe ich einen schönen Kupferdraht. Juhu. So einfach kann es sein. Kann wohl froh sein, dass das nicht einzelne Nützen waren, also diese kleinen. Hier sind alle Sachen für den Peilempfänger. Sehr gut, ich baue ihn gleich zusammen. Aber erstmal die Theorie. Ja. Du nimmst den Empfänger und gehst runter zur Küste, ungefähr zum Hotel. Dort schaltest du das Radio ein. Ich stelle dir alles ein, fummel da ja jetzt nicht dran rum. Dann drehst du die Antenne langsam und hörst, wo die Morsesignale am lautesten sind. Schau dann auf den Kompass und schreib die Gradzahl auf. In Ordnung. Ich mache dasselbe hier mit meinem Empfänger. Dann tragen wir die Peilungen hier in dieser Karte ein. Ja, und wo die sich überkreuzen, sitzt der Sender. Ja.
Alles klar? Jawohl, Sir! Gut, jetzt lass mich mal machen.